So Leute, ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallten Commander Keen Fans da draußen und an den Rest von euch. Moin. Wir spielen Commander Keen weiter, nachdem wir im letzten Part mehr oder minder erfolgreich dieses Unterwasserlevel geschafft haben. Bei dem ich auch tatsächlich erstmal gucken musste, wie man überhaupt vernünftig schwimmen kann unter Wasser. YouTube sei Dank habe ich dann in nicht allzu langer Zeit herausgefunden, wie es geht. Und ja, wir fackeln nicht lange, wir machen direkt weiter mit The Isle of Hyrule. Ah, und es knistert und es brennt auch schon. Das ist doch schön. Dann fangen wir mal direkt an. Oh, ich glaube, hier gibt es diese komischen Feuerteufel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Lachs. Ja, bestimmt doch irgendwo, oder? Gehen wir mal kurz runter. Da ist eine Stange. Pogo-Stange, wollte ich schon sagen. Da unten habe ich ihn noch schon gesehen. Die sind 100 pro auch unverwundbar. Wir nehmen einfach mal diese Stange. Ha! Penner. Mittlerweile bin ich richtig gut gegen die. Was ist? Gar nicht. Pam! So, du hältst erstmal die Schnauze. Ja, das war natürlich klar, dass du runterkommst. Zack, haben wir dich auch gekillt. Nein! Ah. Shit! Man merkt, dass ich gut eine Woche kein Commander Keen gespielt habe. Ich spiele hier gerade wie der letzte Volldepp. Und das funktioniert auch wieder nicht. Okay, wir laden. Wir haben keine Leben mehr. Die Ecke da ist ein bisschen beschissen. Huch, jetzt fangen wir wieder hier an. Ja, fangen wir doch einfach hier an. Blazes across the Isle of Fire. So, safe, safe, safe. Da draußen sind Leute von Hermes. Oh weh, die klingeln hier gleich, dann kotze ich aber ab. Nein, sie haben zum Glück hier nicht geklingelt. Über uns bellt der Hund. Das heißt, eindeutig haben sie... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für ein beschissener Sprung? Ah, jetzt habe ich schon wieder... Wollte ich schon wieder laden. Ja, komm. Try again. Zack. Kann ich da so drüber springen? Reicht das? Ja, okay, gut. Scheiß auf den Pogo-Stick. Schwupp. Fahren wir diesmal hier runter. Killen den ersten. Killen hier die Schnecke. Na, killen sie noch nicht. Na, jetzt komm her. Ah, du Penner. Der kommt nicht her. Jetzt aber. Na. No. Bleib da hinten. Was? Wo kam das denn her, bitte? Das ist... Wie fair ist das denn? Glitscht das da einfach durch die Wand? Na? Ja, versuch's. Na, nicht erst. Na, kommst du runter? Na, aber dann nicht. Ja, genau. Eins. Jetzt. Zwei. Und wow. Wie sich alle jetzt rumdümpeln. Na, den letzten kriegen wir noch hier hinten irgendwo, bestimmt. So. Zack. Nice. Alle in einer Reihe. Klingt so ein bisschen so wie Wario. Schub, schub, schub. Ah, hier ist eine Plattform, die wir aktivieren können. Oder eine Tür. Ich weiß nicht, ich speichere hier mal ganz kurz. Diese Steine sind doch sehr nervig zu töten. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Okay. Na. Ja, genau.
Schub. Spiel laden. Was zum Geier war das? Okay, wir scheißen einfach auf den da oben. Gehen jetzt hier lang, holen uns hier die Waffe, gehen jetzt hier nach unten. Gucken nochmal hier kurz, wie man da unten hinkommt. Das würde mich nochmal kurz interessieren. Ah, habe ich mir noch schon fast gedacht. Da sieht man den Kien. Da möchte ich nicht durchglitschen. Zumindest nicht auf dem Hinweg. Nice, ein Leben. Natürlich muss ich hier drunter jetzt auch noch springen. So, wo konnte ich jetzt hier durch? Hier konnte ich durch, nice. Spare ich mir den Gang da hinten rum. So. Jetzt haben wir da aufgemacht. Jetzt gehe ich hier runter. Schießen vorsichtshalber einfach mal direkt. Stomp. Schießen nochmal. Hast du jetzt gekackt? Nee, hast du nicht. Sehr, sehr, sehr vorsichtig in diesem Spiel, weil man halt auch nicht so viel nach vorne hin. Ja, gut. Da gehen wir nicht weiter. Weil man den nämlich höchstwahrscheinlich nicht töten kann. Schub, schub, schub. Zap. Zap. So, wir sprechen hier oben ganz kurz. So. Gucken da mal runter. Da ist dieser Feuer. Ah, da habe ich doch eine Plattform gesehen. Ja. Ja, du bist auch so ein. Okay. Das ist es absolut nicht wert, da runter zu springen. Auf der anderen Seite waren wir ja schon. Jetzt gucken wir mal, was hier unten noch kommt. Warum auch immer ich jetzt gerade nicht genug Schwung hatte, darüber zu kommen. Nee. Oh. Schub. Zap. Guck mal da runter. Da oben ist eine Schnecke. Ich wollte nicht nach unten gucken. Commander Keen, please. So, dann ist da unten noch was. Da gehen wir gleich auch noch mal kurz hin. Zap. Höchstwahrscheinlich können diese Feuerdinger da einen auch umbringen. Da unten ist noch ganz gut was. Gehen wir erstmal hier hin. Hier rüber. Hier rüber. Yep. Hier hoch. Nein! Du Hund! Ja. Habe ich im letzten Teil eigentlich schon erwähnt, dass ich so Gegner, die man nicht töten kann, nicht mag? Ach, guck, nicht so dumm. Schub. So. Wie war das? Konnten wir hier ohne Probleme runter? Mehr oder weniger. Ah. Zack, zack. Was machst du? Bist du... Oh, du fällst einfach noch runter. Okay. Ein bisschen so wie... Na, jetzt kommen wir ja. Ein bisschen so wie Waluigi. Waluigi? Ha, weiß ich gerade gar nicht. Da kommen wir noch runter. Was ist hier? Oh, den brauchen wir höchstwahrscheinlich sogar. Hm. Ja, ja, habe ich mir doch fast gedacht. Holen wir uns das Ding und ich glaube, wir sind jetzt in einer Sackgasse. Wie konnte man nach rechts gucken? Nein, 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 nicht so nach rechts gucken. Ach. Keen, what are you doing? Get to the chopper. So. Tschüss. Zap. War der
Ich glaube, der war da oben. Ja. Das ist der neue Beat hier. Schau mal, warum man dieses Lied immer so komisch anfängt. So. Na. Uah. Lass mich bloß in Ruhe. Ich knall die einfach nochmal ab. Einfach weil. Why not? Nehmen wir die Punkte mit. Gehen hier nochmal kurz hoch. Schießen hier nochmal. Achso, hier ist es vorbei. Ah, okay. Gehen wir hier nochmal kurz hoch. Sammeln da nochmal die Punkte ein. Und dann würde ich einfach sagen: Nicht lang fackeln. Ran an den Mann. Mr. Orakelmann, may the road rise to meet your feet, Mr. Member. Nice. Ah, erstmal Hose ausziehen. Jo. Damit hätten wir das Level jetzt auch geschafft. Jetzt haben wir hier noch so ein. Ich weiß nicht, ist das Öl? Soll das Öl sein? Warum speichern wir denn draußen überhaupt? So schwer kann das Level nicht sein. Isle of Tar. Ja, Thea. Die wollte ich drücken. Pff, nice. Können wir direkt so stehen lassen. So, dann gucken wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Wir gehen erstmal hier ins Haus. Munition. Schnauze. Halt! Nein! Zu viele Knöpfe gleichzeitig drücken. Das ist nie so gut. Wie ging das jetzt mit dem zur Seite gucken? Nee, nicht so. Runter gucken und dann zur Seite? Nee. Runter gucken und dann irgendeine Taste gedrückt halten. Das ging doch. Ah, nee! Ah, ich war geistig völlig verwirrt. Ich habe gestern. Da müssen wir höchstwahrscheinlich wieder hochfahren. Gestern ein anderes Spiel gespielt. Kurzzeitig, da ist eine Tür. Und da konnte man so zur Seite gucken, also indem man nach unten drückt und dann einfach zur Seite gedrückt hält, konnte man so halt zur Seite gucken. Oh Gott. Kann man die eigentlich töten? Ich weiß es nicht. Da kann man hoch. Oh, nee, nein. Nein! Was machst du denn? Ach so. Nein, nein, nein. Return. Halt. 1000 Knöpfe gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, ob die anderen jetzt überhaupt noch getroffen haben. Nö. Sieht nicht so aus. Da kommt man tatsächlich nicht drüber. Okay. Plüp, 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 plüp. Da rechts gab es nicht mehr. Ah, das macht das auf. Okay. Gucken wir uns erstmal woanders um. Gucken wir uns erstmal hier um zum Beispiel. Ja, oh, das ist doch auch schon wieder so eine Bullshit-Aktion hier. Für nichts und wieder nichts. Naja, für den Schalter hier. Da steht da. Ich kann es leider nicht lesen. Ich würde es gern lesen können, aber ich kann es leider nicht lesen. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Punkt, Strich, Punkt unten rechts, dass das Satzende, also ein Punkt bedeutet. Oh, na toll. Wir machen das ganz langweilig. Zack, zack. Kein Risiko eingehen. Ah! Und ich sag doch, kein Risiko eingehen. Du elender grüner Wurm. Ah, jetzt habe ich die Plattform angemacht. Okay.
Ja. Kannst du auch mal landen? Na, jetzt. Danke. Spring da drauf, wollte ich sagen. Da oben rechts sind noch Schockriegel. Gibt's rechts noch was? Nee. Schockriegel. Oh, hab ich nicht gekriegt. Schade. So, wir. Ups. Lass uns hier mal kurz durchfallen. Gucken da nochmal runter. Da kann man nämlich auch noch runterfallen. Und da ich die Level alle nicht kenne, wage ich es einfach mal. Oh, alles klar. Gut zu wissen. Zack. Plattform. Höchstwahrscheinlich ist da unten auch noch irgendwie so ein. Ach du schon wieder. So ein Geheimgang. Jetzt kommen wir. Wo kommen wir denn jetzt raus? Okay, ich habe eine ungefähre. Was? Wie sind wir denn jetzt hier? Okay, ich hinterfrag das mal gar nicht. Sondern springe einfach weiter hier oben. Genau, da kann man noch einmal rum. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Dann haben wir den roten. Da hinten brauchten wir den blauen. Und. Den suchen wir jetzt erstmal. Oder den gelben. Springen wir hier einmal kurz runter. Ja. Ja. Ach so. Okay. Wenn wir da jetzt wieder reingehen, kommen wir da wieder raus. Und wo kann man da unten? Raus. Das habe ich jetzt. Wieso? Uah. Kann man denn jetzt da. Okay, das ist irgendwie so eine trickige Angelegenheit. Dann gucken wir erstmal, wenn wir den aufmachen, was wir dann da unten finden. Speichern und Abflug. Ah! Ich hab's mir doch schon fast gedacht, dass die runterfallen. Okay. Gut. Das wird spaßig. Einmal noch. Und halle hopp. Und halle hopp. Und halle ab. Hopp. So. Das war ganz schön gemein. Wie wenn hier jetzt ein Gegner ist oder so. Okay. Plattform ist das wahrscheinlich. Können wir da noch irgendwas? Ne, da kann man nichts mehr. Genau, dann kommt jetzt hier so ein Fahrstuhl. In your face. Und jetzt kommen wir da ran. Nehmen den mit. Wo der gelbe ist, weiß ich auch noch ungefähr. Ich nehme nochmal hier die Balls mit. Und wahrscheinlich Kaugummis oder so sein. So, ich gucke mal kurz auf die Uhr, wie spät das ist. Oh Gott, das dauert ja ewig hier. Wieder hoch zu klettern. Wo sind wir jetzt? Bevor mich jetzt irgendjemand gleich voll über den Haufen ballert. Ich warne schon mal. Da ist der blaue. Ich warne schon mal vor Commander Keen 5. Ja, genau. Commander Keen 5. Wo? Da unten war das, richtig. Commander Keen 5 hat super, super fiese, rote, riesen Todesroboter. Und. Ah, okay. Scheiße. Ich kann nicht zählen. Super Todesroboter. Und. Die sind halt immer, wenn man irgendwo runterspringt oder keine Ahnung, irgendwo raufklettert und dann auf einmal steht, die. Sehen ein, hören ein, riechen ein, wie auch immer, schon, keine Ahnung, mehrere Kilometer im Voraus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Konnte ich echt eben einfach noch nicht zählen. So, hier wieder hoch. Hier wieder hoch, hier wieder hoch. Na, jetzt kommt schon viel. Hier wieder. Boah. Hoch und nicht in die Lava.
Hier hoch, hier rüber. So, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich gar keinen Gem mehr. Hm, die Uhr sagt, es ist eigentlich schon viel zu spät, du Affe. Da kamen wir hoch. Ach, was gucke ich denn da überhaupt? Wir haben noch gar keinen Gem mehr. Warte ich jetzt. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass hier jetzt irgendeine Plattform kommt, die rauf und runter fährt. Aber kommt nicht. Okay, dann gehe ich hier nochmal lang, obwohl ich es eigentlich nicht möchte. Probieren wir es trotzdem nochmal. Jetzt kommt schon her. Hallo. Mr. Plattform. Dankeschön. So. Da oben war der. Genau. Wo war denn der blaue? Den habe ich doch irgendwo aus dem Augenwinkel heraus auch gesehen. Müssen wir hier echt wieder raus erstmal? Kann ich doch, glaube ich, gar nicht. Wir sind doch hier todesmutig reingestürzt und kamen hier, glaube ich, nicht mehr raus. Guck ich hier oben nochmal kurz. Habe ich hier oben noch dieses Roundel, genau. Nehmen wir den nochmal kurz mit. Düp, düp, düp. Oder hat sich jetzt dadurch, dass wir da den Schalter gedrückt haben, irgendwas anderes geöffnet. Wir gehen hier nochmal kurz durch. Was ist da offen? Ah, das ist offen! Okay, gut. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir machen hier wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ja, tschüss.